Espresso. Bitte sehr, die 7. So, hier ist der Übeltäter. Was wollen Sie denn mit der schmutzigen Zündkerze hier an der Rezeption? Naja, Sie haben doch gesagt, ich soll mir Ihren Rasenmäher anschauen. Da habe ich Sie im Frühjahr drum gebeten. Also, um was geht's wirklich? Um die Pferde. Sie meinen PS, Sie wollen mir doch hoffentlich meinen Rasenmäher nicht auffrisieren. Nein, ich meine die Pferde der Saalfels, die im Stall des Hotels stehen. Ob man sich da vielleicht mal 2 ausleihen könnte? Ausleihen? Nein. Die Pferde werden nur von der Familie Saalfeld geritten oder auf ausdrückliche Einladung. Tut mir leid, aber... Na sehen Sie, es ist ja nicht wegen mir. Sondern? Es ist wegen Laura. Ich glaube, momentan ist sie unglücklich und... Ja, sie will sich zwar nichts anmerken lassen, aber ich habe auch das Gefühl. Und sie hat doch Pferde so gern. Und Sie, Laura? Ich bin mir sicher, dass wir ihr damit eine große Freude machen könnten. Tut mir leid, Mike, aber es geht wirklich nicht. Mike, ich denke, Sie haben recht. Frau Mahler macht wirklich einen sehr abgespannten Eindruck. Wenn sie also eine Freude macht, meinen Segen hat sie. Dann ist es natürlich was anderes. Wir fahren sowieso nach München, Katharina und ich. Wir besuchen eine Vernissage, wir kommen erst morgen Abend wieder. Ach, wir kennen uns sowieso mit Pferden aus, also... Ich weiß, Laura, also Frau Mahler hat... sogar mein Sundance hat sich von ihr füttern lassen. Ansonsten haben Sie natürlich vollkommen recht, Alfons. Keine Ausnahme. Keine Ausnahme. Ich danke Ihnen, Herr Saalfeld. Vielen Dank. Keine Ursache. Weißt du, dass ich hier bin? Wenn man nicht mehr weiter weiß. Tanja hat mir erzählt, dass Robert dich unter Druck setzt. Nein. Er hat nur Angst. Und du? Ich habe auch Angst. Tanja hat mir die Adresse an. In der Klinik gegeben, die. Überleg dir das gut, Marie. Nicht, dass du das irgendwann mal bereust. Ich will das Baby nicht wegmachen. Aber ich will Robert auch nicht verlieren. Deshalb muss ich mich entscheiden. Ist die für mich? Robert. Für das Baby. Principessa Laura, benvenuto in unser kleines bescheidenes Hotel. Principessa Laura muss jetzt schleunigst verwöhnt werden, in Eselsmilch baden, auf Händen getragen, mit Sternen überschüttet und auf Rose gebettet. In die Küche. Du willst doch nicht, dass der Küchenchef erfährt, dass du hier seine Belegschaft von der Arbeit abhältst, oder? Laura, wie schön, dass ich dich hier sehe. Ich wollte sowieso mit dir reden. Principessa hat leider keine Zeit. Und ich habe keine Sterne und auch keine Rosen. Aber ich habe das hier. Eine Schwimmbrille? Ja, wenn du dich schon nicht auf den Drink einladen lässt, dann vielleicht den Schwimmbad nach Feierabend?
überredet. Schön. Ist irgendwas Wichtiges? Ich hab's ziemlich eilig. Nein, nein, war nichts Wichtiges. Und die Mutter Gottes, zu der habe ich mich gebetet, ganz intensiv. Und ich bin ihr jeden Tag dankbar, dass es dich gibt.